herzlich willkommen im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Mein Name ist Sebastian Dörfler. Ich bin einer der Kuratoren unserer aktuellen Sonderausstellung Hut ab. Und ich werde heute ein bisschen auf unsere Religionsabteilung eingehen, also auf religiöse Kopfbedeckungen. Kopfbedeckungen sind ja generell Symbole, sind Etiketten, mit der Menschen früher und zum Teil auch heute noch eine bestimmte Botschaft ausgesandt haben. Sie haben sich sozusagen ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe gezeigt oder auch ihre Überzeugung und nicht zuletzt auch ihre Religion. Und religiöse Kopfbedeckungen standen oder stehen in letzter Zeit immer wieder verstärkt auch im Fokus der Öffentlichkeit. Zum einen das islamische Kopftuch. Wir haben hier ein prominentes Exponat, nämlich das Kopftuch von Ferreshta Ludin. Ferreshta Ludin wurde berühmt, weil sie mit Kopftuch in Baden-Württemberg unterrichten wollte und ihr das vom baden-württembergischen Kultusministerium 1999 untersagt wurde. Es hieß, das Kopftuch sei ein weltanschauliches Symbol, das gegen die Neutralitätspflicht für Lehrkräfte verstoßen würde. Also hier das Kopftuch von Ferreshta Ludin, das sie als Referendarin noch tragen durfte. Nach dem Referendariat, als sie dann wirklich als Lehrerin unterrichten wollte, da durfte sie es nicht mehr tragen. Ja, auf den ersten Blick ein Fremdkörper in unserer Kopftuchabteilung ist diese rote Mütze. Sie ersetzt aber sozusagen das Kopftuch im Falle der aus Ägypten stammenden Stuttgarter Chemikerin Dr. Erwa Bishara, die zeitweise in Ulm studiert hat und dort im deutschen Winter gefroren hat und deswegen überlegt hat, sie ersetzt jetzt das Kopftuch durch diese Mütze und bedeckt damit ihre Haare, so wie sie das als religiöse Vorschrift versteht. Interessant war die Reaktion ihres Umfeldes in Ulm. Die war nämlich euphorisch. Es hieß, Gott sei Dank trägt sie jetzt kein Kopftuch mehr. Jetzt hätte sie sich in Deutschland integriert. Für Erwa Bishara war das natürlich sehr ärgerlich. Sie ist ehrenamtlich sehr engagiert in Stuttgart heute und sie sagt, ihre Integration kann doch nicht davon abhängen, was sie jetzt auf dem Kopf trägt, ob das eine Mütze ist oder ein Kopftuch. Dieses Stück Stoff kann doch nicht darüber entscheiden, ob sie sich eben zur deutschen Gesellschaft bekennt oder nicht. Und sie hat mir erzählt, dass sie gelegentlich auch noch statt der Mütze wieder Kopftuch trägt, was jedes Mal eine entsetzte Reaktion ihrer Bekannten auslöst, warum sie jetzt plötzlich Kopftuch trägt. Also, was man auf dem Kopf trägt, ein Stück Stoff, kann durchaus darüber entscheiden, wie ein Mensch wahrgenommen wird. Wir wollen hier zeigen, dass das islamische Kopftuch mit Zwang verbunden sein kann, nämlich mit dem Zwang, es abzulegen, wenn man zum Beispiel als Lehrerin unterrichten möchte. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, dass Frauen froh sind, wenn sie das Kopftuch ablegen können. Wir haben hier ein abgelegtes Kopftuch, schon zu erkennen an der anderen Präsentationsweise. Es stammt von einer Dame aus dem Irak, die 2015 nach Deutschland gekommen ist. Sie hat es auch im Irak erst seit 2003 getragen. Nicht von ungefähr, sondern das Ende der relativ säkularen Diktatur von Saddam Hussein hat dazu geführt, dass jetzt von ihr gesellschaftlich verlangt wurde, sie muss ihre Haare bedecken, sie muss Kopftuch tragen und sie war froh, dass sie in Deutschland damit Schluss machen konnte. Diese andere Geschichte zeigt sozusagen, dass das Kopftuch von zwei Seiten aus mit Zwang verbunden sein kann, nämlich eben dem Zwang, es abzulegen, wenn man einen Beruf haben will, wenn man anerkannt sein will in der Universität, aber eben auch mit dem Zwang, es zu tragen. Also ein ambivalentes Thema, kein einfaches Thema und ein Thema, bei dem man sicherlich immer den individuellen Hintergrund, die individuelle Geschichte, die sozusagen dahinter oder darunter steckt, bedenken muss. Ich habe jetzt als nicht-muslimischer Mann viel über Kopftücher erzählt. Ich glaube, es wird jetzt Zeit, jemanden hier einzuschalten, der Praxiserfahrung hat. Und ich freue mich sehr, dass Frau Christina Bezubia zu uns gekommen ist. Was würden Sie sagen, was ist das größere Problem? Frauen, die das Kopftuch ablegen wollen und dann Sorge haben, dass sie Ärger bekommen, so wie der Fall, den wir hier mit der Dame aus dem Irak zeigen, oder das Gegenteil, also Frauen, die das Kopftuch tragen wollen, aber aufgrund von Diskriminierung im Beruf es dann teilweise sogar freiwillig lassen. Ich finde eigentlich
hat beides den gleichen Ursprung. Ja, neben dass der Frau verboten wird, das zu tragen, was sie möchte. Und eigentlich ist das in Zeiten, wo Emanzipation eigentlich gang und gäbe sein muss, kann man einer Frau keine Vorschriften machen, ob sie es trägt oder nicht. Welche Rolle spielen die Männer dabei? Also Ihr Mann zum Beispiel, hat er da irgendwie mitzureden oder wie sieht das aus? Nein, ich bin der Auffassung, dass die Männer da eigentlich überhaupt kein Mitspracherecht haben, weil es sie ja nicht betrifft. Die Männer sind ja nicht diejenigen, die auf der Straße damit rumlaufen müssen. Warum tragen Sie das Kopftuch? Bei mir hat es sehr lange gedauert. Ich komme aus einem christlich-evangelischen Haushalt. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und mit 18 bin ich konvertiert zum Islam. Und natürlich habe ich nicht sofort das Kopftuch getragen, sondern ich hatte immer so im Kopf, was denken die Leute von mir? Deswegen, es hat für mich sehr lange gedauert, bis ich mich entschieden habe, das Kopftuch zu tragen, weil ich natürlich immer es wollte. Ich hatte einen starken Glauben und ich wollte mich an alle Regeln halten und ich wollte meinen Glauben auch ausüben, aber eben dieses Selbstbewusstsein. Jetzt erkennt mich jeder als Muslim. Das war sehr schwierig für mich und es hat lange gedauert, bis ich mich dazu entschieden habe. Aber eben, als ich dann eine Tochter bekommen habe, war es für mich klar, ich möchte, dass meine Tochter mit einem starken Vorbild aufwächst. Und dann war es für mich klar, es gibt keinen Weg zurück mehr. Ich möchte wirklich Vorbild sein für meinen Glauben, für alle Frauen. Würden Sie von Ihrer Tochter später erwarten, dass sie ein Kopftuch trägt oder würden Sie ihr das freistellen? Meine Tochter ist jetzt 12 und als sie von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt hat, hat sie mit ihren Freundinnen diskutiert, neue Schule, neue Leute, neue Freunde. Da könnte man doch jetzt anfangen, das Kopftuch zu tragen, damit sozusagen die neuen Leute einen gleich mit dem Kopftuch kennenlernen. Und sie hielt das für eine gute Idee und ich habe ihr gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage. Ja, du trägst nicht das Kopftuch, denn du musst das Kopftuch aus dem richtigen Grund tragen. Du musst wissen, wer du bist und was du willst. Und du musst auch in der Lage sein, mit den Situationen, auch die negativen Situationen, die auf dich zukommen, mit denen musst du umgehen können. Wenn du mit der Schule fertig bist, wenn du weißt, wer du bist, wenn du weißt, was du willst, und wenn du dann den richtigen Grund hast, nämlich dass du es trägst für dich und für deinen Glauben, dann ist es in Ordnung, dann unterstütze ich dich. Solange du nicht in der Lage bist, richtige Entscheidungen aus dem richtigen Grund zu treffen, dann nicht. Welchen Sinn hat die Bedeckung aus Ihrer Sicht heutzutage? Wie meinen Sie, ist das heute immer noch angebracht oder einfach zeitgemäß? Ich denke nicht, dass es da einen zeitlichen Verlauf gibt oder dass es aus der Mode kommt. Denn ganz im Gegenteil, heutzutage, wo die Werbung uns ständig suggeriert, dass nur wer schön ist, wer dünn ist, ist erfolgreich und wo das Äußere so viel mehr wert ist als eigentlich das, was drinsteckt. Ich denke, da ist es besonders wichtig, dass wir wieder darauf zurückkommen, wie verhält sich ein Mensch, was tut ein Mensch, wie ist sein Charakter und nicht, wie sieht er aus. Ich habe ja hier versucht, diese Beispiele zu zeigen mit Diskriminierung, Benachteiligung am Arbeitsplatz wegen Kopftuch. Wie sind da so Ihre eigenen Erfahrungen? So, was haben Sie persönlich erlebt mit Kopftuch? Also ich bin Lehrerin und ich habe natürlich angefangen zu studieren, da habe ich noch kein Kopftuch getragen. Und als es dann darum ging, dass ich das Kopftuch anlege, war es für mich sehr schwierig, noch in der Schule zu unterrichten, weil ich wollte keine Kompromisse mehr eingehen. Dieser Weg für mein Kopftuch war für mich so schwierig, als ich es dann getragen habe, wollte ich es nicht ändern. Ich wollte keinerlei Kompromisse eingehen mit Mütze oder es in einer anderen Art und Weise zu binden. Da habe ich mich dann entschieden, dass ich nicht mehr in der Schule unterrichte, sondern dass ich mich lieber eben um ehrenamtliche Arbeit kümmere. Also dass ich Nachhilfe gebe oder gerade Kinder mit Migrationshintergrund oder eben muslimische Kinder, die es hier schwer haben, dass ich lieber diesen Kindern helfen möchte. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt islamische Religion unterrichte. Hat sich da irgendwas durch diese neue Rechtsprechung auch geändert? So, ne? Das, ich glaube, es war 2015, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also Kopftuchverbot eigentlich nur, wenn es den Schulfrieden stört, was dann natürlich Auslegungssache ist. So, ne? Wann ist der Schulfriede gestört? So, ne? Sehen Sie jetzt bessere Möglichkeiten für Lehrerinnen mit Kopftuch oder ist die Situation letzten Endes so wie zur Zeit von Frau Lugin? Nein, die Zeiten haben sich sehr geändert. Und vor allem ist es so, dass am Anfang, wenn eine Frau mit Kopftuch kommt, der erste Eindruck, alle Seiten sind zurückhaltend, unsicher, was soll man machen? Aber sobald man dann die Person kennt, sobald die Eltern die Lehrerin kennen, sobald die anderen Lehrer mit dieser Person vertraut sind, merkt man plötzlich, dass das Kopftuch gar keine Bedeutung hat. Es wird ja
mal wieder so im öffentlichen Diskurs dieses Argument gebracht, dass eine Frau mit Kopftuch wie ein, oder eine Lehrerin mit Kopftuch wie ein schlechtes Vorbild für die Kinder, würde sozusagen ein traditionelles Rollenbild vermitteln. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Sie diesem Argument wenig abgewinnen können. Haben Sie da irgendwie Verständnis dafür? Kann das der Fall sein, dass das sozusagen ein problematisches Vorbild ist? Wie sehen Sie das? Ich habe Verständnis für die Eltern, dass sie unsicher sind und dass sie Vorurteile haben. Denn ich bin auch Mutter und ich möchte auch, dass meine Kinder von Leuten unterrichtet werden, denen ich vertrauen kann. Und auch die meinem Bild entsprechen, was ich für meine Kinder möchte. Aber ich kann nicht nachvollziehen, dass sie der Meinung sind, dass nur weil die Frau Kopftuch trägt, dass sie die Kinder vielleicht auf eine Art beeinflusst, die die Eltern nicht wollen. Denn wenn ich Mathematik unterrichte, dann unterrichte ich Mathematik. Und wenn eine Lehrerin Ethik unterrichtet und gleichzeitig Deutsch, dann bin ich auch der Auffassung, dass sie im Deutschunterricht das Deutsch macht und den Ethikunterricht im Ethikunterricht. Also deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich so ist, dass ich in irgendeiner Art und Weise im Unterricht etwas anderes machen würde als professionelle Arbeit. Haben Sie im Alltag irgendwie, wie sind so da Ihre Erfahrungen so? Ist das, fühlt man sich irgendwie seltsam, wenn man mit Kopftuch auf die Straße geht so? Oder ist es, wie beurteilen Sie da sozusagen die Gesellschaft um Sie herum? Also die Blicke sind natürlich ganz klar. Aber für mich ist es eindeutig, wenn ich in der U-Bahn sitze und es steigt jemand ein, der sehr viele Piercings hat und vielleicht im Gesicht tätowiert ist, dann schaue ich auch hin. Also etwas, das auffällt in der Gesellschaft, was nicht der Norm entspricht, da schaut man hin. Also es ist interessant, es ist etwas anderes. Aber ich halte das nicht für immer negativ und ich bewerte das auch nicht negativ, sondern natürlich, ich sehe anders aus als andere, deswegen falle ich auf. Damit muss man sich abfinden. Aber eben die eigene Einstellung hilft einem sehr dabei. Mir macht das nichts aus. Aber dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein muss man erst entwickeln. Würden Sie sagen, die Gesellschaft ist in den letzten Jahren toleranter geworden oder eher intoleranter? Also Sie haben es ja selber schon gesagt, so, es gibt junge Muslimen, die eigentlich selbstverständlich auch mit Kopftuch auftreten. Auf der anderen Seite gibt es die AfD mit ihrem Aufstieg, so diese doch manifeste Islamfeindlichkeit auch. Also ich denke, auch wenn es sehr viele negative Beispiele gibt, hat es aber einen positiven Effekt, nämlich, dass wir in Diskussionen kommen. Wir sind Thema und die Leute wollen auch mit uns reden. Also es kommt zu Kommunikation, es kommt auch zu Verständnis. Also so sehr es tragisch ist, dass diese negativen Wellen momentan gerade so hochschlagen, hat es aber auch den Effekt, dass die normalen Bürger auf uns zukommen, mit uns reden wollen, nachfragen, hinterfragen, dass man plötzlich, man reflektiert, man überlegt sich, stimmt das überhaupt? Also es hat auch positive Vorteile. Und glauben Sie, dass sozusagen das islamische Kopftuch irgendwann selbstverständlich akzeptiert sein wird oder werden die schiefen Blicke bleiben? Ich denke, die schiefen Blicke werden bleiben, denn ich bin der Auffassung, dass das islamische Kopftuch zwar akzeptiert werden wird und leichter akzeptiert werden wird, aber ich denke, dass das islamische Kopftuch immer noch eine Minderheit bleiben wird. Denn es ist eine Tatsache, dass nur ein Drittel der muslimischen Frauen überhaupt das Kopftuch trägt und Minderheiten werden, egal wie, immer irgendwie seltsam angesehen werden. Aber ich denke, dass sich die Zeiten normalisieren werden und dass die Akzeptanz deutlich steigen wird. Vielen Dank. Ja, vom Kopftuch nun zur zweiten religiösen Kopfbedeckung, die immer wieder in den Schlagzeilen ist. Die jüdische Kippa. In unserer Talmud-Vitrine zeigen wir hier verschiedene Exemplare jüdischer Kopfbedeckungen mit individuellen Hintergrundgeschichten. Der Brauch, dass fromme Juden ihren Kopf als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott bedecken, geht einerseits natürlich in die biblische Zeit zurück, andererseits so allgemein üblich ist es eigentlich erst so seit der frühen Neuzeit, kann man sagen. Auch wie streng das gehandhabt wird, ob nur beim Gebet oder in der Synagoge der Kopf bedeckt wird oder jederzeit der Kopf bedeckt werden muss, das wird im Judentum unterschiedlich streng gehandhabt. Und die Frage ist, wie ist die Situation heute? Kann man als Jude in Deutschland mit Kippa auf die Straße gehen? Nun, wir haben hier einmal eine Kombination, eine Kippa und eine Baseballkappe. Sie stammen von Joel Berger, dem ehemaligen württembergischen Landesrabbiner. Und Herr Berger trägt häufig die Baseballkappe, gelegentlich auch die Kippa darunter. Einerseits hat er mir erklärt, die Baseballkappe ist bequem,
die kann ich leicht runterwehen. Aber er hat auch gesagt, dass es sich sicherer anfühle, wenn man mit der Baseballkappe auf die Straße geht, statt mit einer Kippa. Dann haben wir hier diese Israel-Kippa hier. Die stammt nicht von einem Juden, sondern von einem evangelischen Politiker, von Stefan Walter, der mit dieser Kippa 2012 an einem Kippa-Flashmob in Stuttgart teilgenommen hat. Hintergrund war der Übergriff auf einen Rabbiner in Berlin, der Solidaritätsaktionen in ganz Deutschland ausgelöst hat, unter anderem eben diesen Kippa-Flashmob in Stuttgart. 300 Teilnehmer haben sie in Form eines Davidsterns auf dem Schlossplatz aufgestellt und haben demonstrativ Kippa getragen, um ihre Solidarität mit der jüdischen Bevölkerung in Deutschland auszudrücken. Dann haben wir noch diese Kippa hier. Sie zeigt, dass Antisemitismus kein neues Phänomen ist. Sie stammt von Siegfried Einstein aus Laupheim. Siegfried Einstein trug diese Kippa hier 1932 bei seiner Bar Mitzwa. Und bereits 1934 hat er das Land verlassen, weil er den wachsenden Antisemitismus unter der Nazi-Diktatur nicht mehr ertragen hat. Er wurde auch gerade von seinen Mitschülern in Laupheim schwer schikaniert und ist dann mit gerade mal 15 Jahren in die Schweiz ausgewandert. Siegfried Einsteins Geschichte ist interessant, weil er der einzige Laupheimer Jude war, der nach dem Krieg wieder zurückgekehrt ist in das Land der Täter und versucht hat, dort wieder Fuß zu fassen. Anfang der 50er Jahre ist er dort wieder massivst angefeindet worden. Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg war er als Kippa-Träger in Deutschland nicht willkommen. Dann haben wir noch eine spezielle Kopfbedeckung, die das auch ganz schön zeigt. Dieses Barett des Randegger Rabbiners Moses Hoffmann, der in Anfang des 20. Jahrhunderts in Randeck bei Singen Rabbiner war. Und dieses Barett gehörte zu seiner Amtstracht. Diese Amtstracht war seit 1843 in Baden für Rabbiner vorgeschrieben und sie erinnert nicht von ungefähr, denke ich, an die Tracht eines evangelischen Geistlichen, der ja auch Barett trägt bzw. trug. Heute sieht man das kaum noch. Und sie steht ein bisschen für die Integration der jüdischen Gemeinde in Baden, aber auch dem Druck, sich zu assimilieren, sich der Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Und sie steht auch ein bisschen für das trügerische Gefühl, jetzt dazuzugehören, denn die Randegger Synagoge wurde 1938 von SS-Leuten gesprengt. Moses Hoffmann kam ins Konzentrationslager Buchenwald, hatte allerdings das Glück, dass er noch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina migrieren konnte. Die Frage ist, kann man überhaupt mit Kippa in Deutschland sich auf die Straße trauen? Und darüber möchte ich jetzt mit einem Kippa-Träger reden. Und ich freue mich sehr, dass uns jetzt Herr Samuel Kantorowitsch zugeschaltet ist, der Kippa trägt. Und meine erste Frage an Sie, Herr Kantorowitsch, ist, warum tragen Sie Kippa? Also ich trage Kippa, weil ich mag die philosophische Bedeutung dahinter. Also die soll eigentlich den Menschen daran erinnern, dass es noch etwas über einem gibt. Also dass man nicht das wichtigste und vollendetste Geschöpf ist überhaupt, sondern dass man quasi nicht hochnäsig sein soll und wissen soll, dass es quasi noch Gott über ihm gibt. Tragen Sie auch andere Kopfbedeckungen? Also im Grunde genommen ist es ja für einen frommen Juden auch egal, womit er sein Haupt bedeckt. Naja, also wenn es um religiöse Fragen geht, dann trage ich ja natürlich dann die Kippa, aber ich bedecke die Kippa dann auch noch meistens mit einem Basecap, wenn ich irgendwie außer Haus bin. Ja, das leitet natürlich schon über zu der nächsten Frage. Wie sind Ihre Erfahrungen als Kippa-Träger? Also ich habe keine eindeutige Antwort darauf, weil ich habe sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, die Kippa öffentlich zu tragen, das war in der 11. Klasse, da war ich der einzige Kippa-Träger an der Schule und ich habe Zuspruch bekommen, sowohl von Schülern als auch von Lehrern. Und dann bin ich nach Freiburg gezogen und habe dann dort weiter die Kippa öffentlich getragen, also ohne sie abzudecken, mit einer Kappe. Und dann gab es halt diesen Übergriff im Fitnessstudio, weil, wie gesagt, ich habe sie halt überall getragen, auch beim Sport. Und dann wurde sie mir vom Kopf gerissen und ich wurde beleidigt und sie wurde in den Müll geschmissen. Ab da habe ich die auch eine Zeit lang dann nicht mehr getragen, weil ich mich einfach sehr unsicher gefühlt habe.
aber habe mich dann nach einer Zeit entschieden, sie wieder zu tragen, weil also es gehört einfach zu mir und ich habe schon eine stark ausgeprägte jüdische Identität, würde ich sagen, und die Kippa gehört einfach dazu. Wie kam es zu diesem Übergriff oder was war der Hintergrund? Was glauben Sie, was stand da dahinter? Also mir folgte jemand aus in die Umkleide und riss mir von hinten so die Kippa vom Kopf. Und ich war dann ganz überrascht und konnte gar nicht verstehen. Also ich wollte einfach verstehen, so was geht hier gerade ab, weil die Person die ganze Geschichte geschrien hat, so nein, das gehört hier nicht hin und was soll dieser Scheiß, und hat dann versucht, so die Kippa irgendwie kaputt zu machen, hat dann raufgespuckt und sie in den Müll geworfen, und dann war ich halt maßlos überfordert von dieser Situation, und dann die Person mir so Prügel angedroht, und es waren halt schon so ein Dutzend Leute anwesend. Und dann hat sich halt ein älterer Herr da mit eingemischt, der ganz zufällig einfach dann im Raum war. Und er hat nicht mal gesehen, dass es irgendwie ein antisemitischer Vorfall war, sondern er wollte einfach so Streit schlichten. Und dann bin ich in dem Moment so rausgerannt und habe dann den Mitarbeiter verständigt und die Polizei gerufen. Und der Mann war dann ganz überrascht und meinte so, ja, lass das doch jetzt sein. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, mir wurde die Kippa vom Kopf gerissen. Und dann hat er halt wirklich so verstanden, so wow, das war jetzt etwas Großes und so Antisemitisches. Und dann hat er sich auch dafür eingesetzt, dass er dann als Zeuge unter Hauptverhör genommen wird und Co. Wurde der Täter ermittelt? Weiß man, wer das war? Ja, also es war ein deutscher Staatsbürger tatsächlich, ein 22-Jähriger, soweit ich das weiß. Deswegen mag ich das nicht so, das so einzuteilen, also, oder sagen, welche Herkunft der Täter war, weil dann neigen die Hörer dazu. Also sie fragen das oft, um selber ihren Gedanken zu bestätigen, so, ach ja, so der muslimische Antisemitismus. Ich glaube, das ist halt so dieser verzweifelte Versuch, irgendwie die Verantwortung von sich selber wegzuschieben. Weil es ist halt einfacher zu sagen, ja, die Einwanderer haben das mitgebracht, anstelle davon, dass man einsieht, dass ja das Problem haben wir, seit es Juden gibt, überhaupt. Und was mich interessieren würde, ist, wie schätzen Sie da so die Situation in Freiburg ein? Also Übergriffe auf Kippa-Träger ist ja eigentlich ein Phänomen, das man aus Berlin kennt. Da ist es immer wieder in den Schlagzeilen. Aber wie ist das in Freiburg im Speziellen oder auch Baden-Württemberg im Allgemeinen? Ist man hierzulande toleranter vielleicht? Oder ist hier die Situation genauso wie in Berlin? Was würden Sie da sagen? Ja, das ist auch einer der Gründe, wie gesagt, warum ich dann in die Öffentlichkeit gegangen bin, weil ich wollte, dass die Gesellschaft dafür ein bisschen sensibilisiert wird. Vor allem, weil ich in Freiburg gelebt habe und Leute dachten, so, okay, Antisemitismus gibt es vielleicht in Berlin oder im Fernsehen. Und das Krasse war ja, dass auch Leute dabei waren. Es ist in der Umkleide passiert und keiner ist irgendwie eingeschritten oder so. Und dann also für mich ist es halt noch viel schlimmer, wenn niemand einschreitet, als wenn überhaupt dieser Übergriff stattfindet. Weil eigentlich war halt meine Vorstellung von diesem jungen und engagierten Freiburg, dass man dann irgendwie einschreitet oder so, wenn man das sieht. Würden Sie anderen raten, sich selbstbewusst mit Kippe auf der Straße zu zeigen, oder würden Sie sagen, bloß nicht? Was würden Sie da raten? Ich bin eigentlich schon für dieses Selbstbewusstsein zu tragen, ehrlich gesagt. Aber man muss halt schauen, wo man sich befindet. Also zum Beispiel der Weg zur Arbeit ist immer so das Gefährlichste, weil man ist dann so in einem Zug oder so und am Bahnhof, und da ist man so von tausenden Leuten umzingelt, und am Arbeitsplatz kann man das irgendwie selber noch einschätzen, weil man seine Kolleginnen oder Kollegen kennt. Man muss das selber abwägen. Ich bin eigentlich für das öffentliche Ausleben, aber im Judentum ist das Leben und die Sicherheit und Gesundheit so das höchste Gut, was es überhaupt gibt. Und man darf sich einfach auch, also aus halachischer Sicht, nicht in Gefahr bringen.
Ja, wir hatten ja auch gerade die Diskussion mit Frau Bezubir über die Situation von Kopftuchträgerinnen. Inwieweit sehen Sie da Parallelen zur Situation von kippertragenden Juden? Gibt es da vielleicht Unterschiede? Wie würden Sie das bewerten? Also ich glaube schon, dass die Anzahl an Problemen, mit denen jüdische Bevölkerung zu kämpfen hat, irgendwie etwas größer ist. Weil im Endeffekt haben wir dann ein Problem so mit links und rechts, weil also es gibt auch linksextremen Antisemitismus, der zum Teil irgendwie noch viel aggressiver ist. Und dann haben wir das Problem mit rechtsextrem und mit irgendwie intoleranten Mitbürgern anderes Glaubens und so weiter und so fort. Und dann haben so Studien bewiesen, dass anscheinend jeder Dritte in Deutschland latent antisemitisch ist, also im Sinne von irgendwie Judenwitze macht, die halt wirklich antisemitisch sind, aber nicht einsieht, dass das antisemitisches Gedankengut ist. Was wünschen Sie sich auch so für die Zukunft als jüdischer Deutscher? So was glauben Sie auch, wie sich das entwickeln wird vielleicht so, oder welche Wünsche hätten Sie? Ich finde, Zivilcourage ist eigentlich das Wichtigste, weil meistens ist es so, dass das Handeln des Täters nicht bestraft oder verfolgt wird. Das heißt, Juden werden kontinuierlich auf den Straßen beleidigt oder angespuckt oder sonst was und es kommt nie zu irgendwelchen Konsequenzen. Und weil Leute dann auch, wie in meinem Fall, wegschauen. Und ich glaube schon, dass sich generell da was eventuell ändern könnte, wenn Leute einfach aktiv demonstrieren würden, wir verurteilen dieses Handeln und nicht immer nach einem Übergriff erst Juden, die ihr Judentum so öffentlich ausleben, sei es jetzt irgendwie eine Kippa oder ein Dabischen oder sonst was, wenn dann irgendwas passiert, dann fühlen sie sich schon sehr im Stich gelassen. Vielen Dank für das Gespräch.